habe ein Video hochgeladen mit dem markanten Titel I Almost Died. Ist ja die Wahrheit, kann man ja sagen. Ja, schon. Da gibt es größeren Clickbait. True, ja. Wie im Brennpunkt jede Woche. Hallo. Hallo, wir sind hier live aus dem Zwiebelmarkt in Weimar. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Pommes-Tino und Eis-Robin und Kaffee-Anna und Spezi-Stressi. Abwesend am Handy, Klimbimmel Herodes. Wir machen ja Spezial-Podcast-Ausgabe, es ist, wie ihr schon gehört habt, Zwiebelmarkt in der Stadt. Und da gibt es halt einfach kein Zeitfenster, um einen ordentlichen Podcast aufzunehmen. Ihr hört außerdem meine Stimme. Unmöglich, ja. Ist belastet. Und du bist krank? Nee, ich habe gestern Don't Stop Believing mitgesungen. Das wäre heute eine Katastrophe geworden. Und dementsprechend nur hier mal kurzes Update. Wir waren gerade vor Karnis Tür. Das war schön. Mit einer Andacht. Ja. Wir es jedes Jahr machen können, finde ich. Ja, einmal reicht auch. Aber okay. Wir waren bestimmt 20 Leute. Ja und, kommt hin. Wir haben jetzt hier auch noch... Dudelsack Vincent. Und... Hallo, ich bin Alissa. Oh mein Gott, wie lange geht die Podcast-Folge eigentlich jetzt? Bis sie zu Ende ist. 3 Stunden. Du bist die Einzige, die kein kreatives Wort vor ihren Namen gesetzt hat. So wie ja, aber Alissa ist ja an sich schon einfach kreativ, oder? Das stimmt. Ja, Andacht, Alissa. Ich wollte berichten vom Joker-Film. Ja, ach, stimmt. Joker 2. Ja, Joker. Und alle haben rumgeheult. Oh, der ist so schlecht, so schlimm. Ich wurde nicht befriedigt. Und du hast wieder konträre Meinung. Ich fand ihn super. Ja, weil ich finde, kontrovers, Arthur Fleck ist gar nicht Joker. Ich glaube, er ist nur die erste Idee des Jokers. Also, ja, ich bin ja gespoilert, ich weiß ja ungefähr, wo es hingeht. Ich versuche es nicht zu spoilern, aber ich sage immer so viel. Ich glaube, es ist nur Arthur Fleck, es ist nicht Joker. Aber er hat ja diese Figur erstmal so angepriesen oder angespielt im ersten Teil. Ja. Oder vollzogen. Und im zweiten geht es halt sehr um seine Brüchigkeiten, wie er im Knast sitzt und so, wie er, da, wie er rauskommen will, wie er halt Harley Quinn kennenlernt. Es ist halt ein Musical, es ist nicht ganz so mit Action viel und so, aber es ist halt sehr spannend, weil du willst wissen, was hinter der Figur vom Joker steckt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und es sind tolle Songs, cool gemacht, außergewöhnlich. Es ist halt kein 0815 Hollywood-Film. Also wer das erwartet, der sollte halt zu The Avengers gehen oder so. Aber ich habe auch gehört, dass Leute, die ein Musical erwartet haben, enttäuscht waren. Ja, weil die Songs nicht so catchy waren. Mhm. Ja? Das ist schlecht bei einem Musical. Nö, gibt auch Musicals wie... Ich würde sagen... Wusstet ihr, dass der Tigerschnegel, ich glaube, 2007 zum Weichtier des Jahres gekürt wurde? Nein. Aber ich dachte, du kennst dich wegen Disney aus mit Musicals. Nee, aber man kann die mal... Es gibt ganz schöne Fotos vom Tigerschnegel bei der Paarung. Die zwirbeln sich so ein wie eine ganz hübsche Spirale. Das sieht unendlich niedlich aus. Okay. Das sind Nützlinge tatsächlich. Die fressen die nervige Schnecke. Ach so, ja. Und weibliche Hyänen haben übrigens auch ein Genital. Das sieht aus wie ein Penis. Weibliche Hyänen. Ach, ein Genital, das sieht aus wie ein Penis? Ja. Weibliche Hyänen, ja. Achso. Ein Scheinpenis. Schmeckt lecker auch. ja, also Joker-Empfehlung. Ich wollte sagen, dass Hamilton ja auch ein Musical ist. Gerade jetzt, wo ich esse, habe ich das Mikrofon. Hamilton ist auch ein Musical, das nicht ganz so catchy ist, aber es ist ziemlich geil, weil es eine gute Erzählung ist. Okay. Also ich empfehle es. Ich finde Camelto besser als Hamilton. Ist Ansichtssache. Aber es ist keine 5 von 5 oder keine 10 von 10, Joker 2, aber ich würde sagen, es ist schon eine 6. Also ich glaube, jemand wie Kalle könnte enttäuscht sein von dem Film. Welcher Film? Joker 2. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe nur die ganzen Critics gehört. Ja. Hier, euer David also hat doch, glaube ich, so eine Review gemacht, oder? Ja, David hasst auch wieder. Aber das könnte ja auch ein gutes aber, sein. Aber David hat ja gesagt, dass Alien 3 schlecht ist und da gehe ich ja nicht mit. Ja. Aber es ist Geschmackssache. Also vertraut lieber auf Tino. Ja, ich fand ihn gut. Also 6 von 10, würde ich sagen. Ja, das ist aber nicht überragend. Ja. Also für ein Kinoticket bezahlen ist 6 von 10 aber ich bin schon auch kritisch. Vernichtend. Also, ich finde, für mich ist so eine 10 von 10, echt muss was passieren im Film. Da muss was passieren. Für mich ist eine 6 sehr gut. Ja, gut. Ja, ich fand es super, trotzdem. Also geht rein, lohnt sich. Ich finde es lohnt für sich. Für mich ist eine 6 sehr gut, das ist eigentlich auch ein guter Satz. Einfach. Für mich ist 6 sehr gut, ja. Ich muss, nee, die 6, also 6 von 10 ist sehr gut. Alien Romulus ist totaler Müll. Alien Romulus? Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich guck mal kurz, ob ich...
Ich habe auch ein paar News gespeichert irgendwo. Ach so, ja, ich kann ein ganz kurzes Amerika-Segment machen, weil das nämlich sehr witzig ist. Trump hat nämlich eine neue Bibel rausgebracht vor ein paar Wochen. Wieder. Ja. Mit den China bestimmt. Und also ja, tatsächlich, darum ging es aber nicht. Er hat eine Bibel rausgebracht für $60, wo die Verfassung mit drin ist. Mhm. Und Oklahoma hat jetzt eine Verpflichtung, dass alle Schulen Bibeln haben müssen. Aber welches? Und die Verpflichtung ist so speziell, dass es unbedingt eine King Charles Bibel sein muss, altes Neues Testament, die Verfassung muss mit drin sein, Pledge of Allegiance muss mit drin sein und sie muss in Leder oder lederähnlich gebunden sein. Und es gibt nur eine einzige Bibel, die diese Bedingung erfüllt. Es ist wirklich großartig. Es wäre eine Selbstbereicherung, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist richtig gut. Aber das war das Amerika-Segment. Ach nee, warte mal, da gibt es ja jetzt auch einen Tornado, ja, oder Hurricane. Habe ich nicht verfolgt, ist bestimmt schlimm gewesen. Der WWE-Wrestler, der ehemalige Edge, hat geholfen, die Leute... Edge Ketchum? Nee, Edge. So. Kennst du Edge mit dem Spear? Ja, kenn ich. Das war jetzt ein Wurfspiel mit dem von Pokémon. Edge Ketchum ist in Rente. Ja. Tatsächlich. Mit 11. Und Edge ist jetzt ein Held, der hilft damit bei den Leuten. Weil Wrestler halt Helden sind. Wir sind übrigens auf dem Zwiebelmarkt. Wir haben noch gar keinen Live-Bericht so richtig gemacht. Wir haben gestern die Band gesehen, Lisa and the Love Makers. Die haben Love gemaked auf der Bühne. Und ich finde, die waren gewohnt mittelmäßig. Coverbands ja, müssen mittelmäßig sein und die waren auch so. Ja, also ich fand die schon solide, aber es hat irgendwie so einen Funken Seele gefehlt. Irgendwie war ja, so. Es war musikalisch ganz gut, aber ich fand, die haben sich zu cool gefühlt teilweise. Hatte aber keine Ausstrahlung. Aber gute Musik. Ich kenne halt einen von den Leuten, deswegen will ich jetzt hier nicht slandern. Ja, es ist eine gute Performance gewesen. War das der ganz rechts war, der Gitarrist, der geraucht hat? Okay. Und der hat mich genervt. Ja, der hat halt immer das Publikum beleidigt, weil die halt nicht abgegangen sind, weil die alle 80 Jahre alt sind. Ja, das kann man ja auch cool machen, aber ich finde, er war einfach nicht cool. Na, es war so ein bisschen zu offensiv, so ein bisschen... Ja, aber die Stimme von der Sängerin war super. Ja. Kann man was draus machen. Was ja, warte, die Sängerin kann uns auch mal kurz was vorsingen. Halleja Mirums, keine Ahnung, was da ist. Und hier ist der Schlagzeuger. Nee, warte, ich hab noch eine krasse News eigentlich. Es ist ja aktuell irgendwie so ein Komet unterwegs. Ja. Ja, und den hätte man gestern... Der Kinderlein-Komet, das ist Weihnachten. nee, aber da wäre so ein Komet unterwegs. Den hätte man heute gesehen, wenn der Himmel wolkenfrei wäre, aber das ist er ja leider nicht. Toll. Dann musst du mal die Wolken runterpinkeln. Also eine News, die keine ist. Also man hat ihn gestern schon gesehen, weil gestern war nicht so viel Wolken unterwegs, aber da haben halt Leute mit so speziellen Teleskopen und sowas haben halt geschaut und da sah der wohl krass aus oder so. Also für euch vorgestern, also richtig aktuelle Nachricht, guckt schnell mal aus dem Fenster, vielleicht seht ihr noch was. Ich habe noch eine lustige News, und zwar Thomas Gottschalk wurde interviewt. Oh, stimmt. Das geht gerade sehr viral. Und wir haben ihn missverstanden, Robin. Er ist gar kein Sexist und kein Krapscher. Er hat die Frauen dienstlich angefasst. Weißt du, dienstlich? Ja. Also jetzt ist alles klar. Im Dienste der Wissenschaft. Im Dienste seiner Geilheit hat er irgendwelche Frauen angefasst. Er kann jetzt voll nachvollziehen. Er hatte noch ein paar andere gute Zitate in dem Interview. Er denkt jetzt nach, bevor er was sagt. Was, die Frau hat gefragt, was wären sie ohne die Öffentlichkeit? Und er antwortet, was wäre die Öffentlichkeit ohne mich? Um wen geht's? Gottschalk. Ah, du wusstest es halt leider. Ich hätte gedacht Trump. Nee, Gottschalk tatsächlich. Ich glaube, es ging um Kani. Lass den Mann doch jetzt mal ruhen. Kani. Vielleicht den Power. Es gab noch irgendein anderes geiles Zitat, aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Mhm. Ah, schade. Aber ja, also es hat schon sehr arrogant gewirkt, dieses Interview. Es gab noch ein ikonisches Foto von... Ah, und hier die Zahlen von Stefan Raab sind eingebrochen. Der hat jetzt nur noch halbe Quote. Vorher 800.000 fast und jetzt nur noch um die 450.000. Das ist immer noch hart viel. Okay. Aber danke an Außen, Herr Roboter Rotus. Er sendet ja nicht mehr im TV. Ja. Im TV wäre es richtig viel. Im Internet muss man halt gucken, was RTL Plus sonst da einfährt. Ja, also ich glaube tatsächlich, im TV wäre das sehr wenig und im Internet ist es sehr viel. Das wäre sehr witzig, wenn das... 4 Millionen Quote! Was? 400.000? Und vorher waren es 800.000. Ja. Erste Folge 800. Ach so, weil ich dachte, die erste Folge, dass der Boxkampf war was um 8 Millionen Einschaltquoten. Ja, ja. Ach so, nee, okay, dann habe ich die Zahlen durcheinander gebracht und habe eine inkompetente 16. Wahrheit hier vom Stapel gelassen. Dafür bist du doch da. Lösch das. Das ist mir fast so peinlich, wie als ich diese zwei Damen da verwechselt habe. Greta und, wer war das? Hier die Piratenfrau da. Boah, die kennt man schon gar nicht mehr. Genau die. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, das ist keine Frau mehr. Auch das also, noch. Tatsächlich. Sorry. Falsche. Oh fuck, Alter, Fettnäpfchen-Podcast. Scheiße. Ich weiß halt wirklich nicht, wie der Name ist. Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber du weißt, um wen es geht? Die
Person war sehr vorne dran bei Artikel 13. Was, aber die Person ist jetzt ein Mann? Ich glaube schon, ja. Das ist lange her, dass ich da in dieser Bubble mich aufgehalten habe. Ihr Person, oder? Nein, nicht Luisa Neubauer. Von den Piraten. Karina Weißband? Keine Ahnung. Nein. Wie hieß sie denn, Alter? Diese Person. Julian Reda. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ja. Und deswegen, Grüße gehen raus. Und Stefan Raab. Ja. Stefan Raab. Ja. Dann hatte ich irgendwann meinen eigenen Fernseher und doofer Stefan Raab hatte Sommerpause. Und ich war echt traurig, weil ich dachte, jetzt habe ich endlich die Zeit, spät abends da TV Total zu gucken. Und dann haben die Sommerpause gemacht. Die Schweine. Aber die Sommerpause hörte auf. Ja, aber schlimmer wäre, wenn Stefan Raab dann aufgehört hätte. Ja, TV Total Schaden. So, haben wir noch was? Ich gucke kurz. Und zwar das Comeback von der Bloodhound Gang. Oh. Wurde angekündigt, dass nach Oasis und nach TV Total kommt jetzt auch noch die Bloodhound Gang zurück. Und ich freue mich, weil das eine gute Band ist. Geil. Nee, ich muss meine Notizen konsultieren. Weil, ganz wichtig, wir hatten nämlich unterm letzten Podcast jemanden, der uns extra darauf hingewiesen hat, dass ich mit Herr Rodes Schumakani interviewt hatte. Und das hatte ich komplett vergessen. Im Podcast Nummer 13 hatten wir schon mal, können wir gerne machen, ne? Wir haben ja jetzt ein paar Tage Zeit. Und Podcast Nummer 13 hat Schwarzer Panther rausgesucht. Da wollen wir an dieser Stelle mal Danke sagen, weil ich hätte das echt nicht mehr gewusst. Nee, da ist nicht das N-Wort gefallen, das fällt bei uns nie. Da ist das K-Wort gefallen. Das ist gelogen. So, du gehst jetzt. Dino, du musst kurz gegenmoderieren. Ich kann doch nicht Lars einfach so gehen lassen. Es war eine wilde Woche. Wir haben zu wenig recherchiert, weil viel los war. Hier fallen Leute gleich um. Nee, fallen doch nicht um. Kalle, kannst du noch mal kurz... Ja, liebe Leute, tut mir voll leid. Verkrüppelt rumsitzt. Ja, wir haben hier einen Stargast, der um sein Leben bangen musste. Bei einem wilden Hechtsprung vom Himmel. Wie geht's Ihnen, Herr Kalle? Hallo, ja, den Umständen entsprechend geht's mir gut. Körperlich fast nichts passiert, bisschen nur was am Fuß abgebrochen. Mental muss man das noch ein bisschen verarbeiten, aber das ist, glaube ich, normal bei so einer Nahtoderfahrung. Und ja, ist nicht empfehlenswert auf jeden Fall für alle Zuhörer. Aber wie sagt man, wo gehobelt wird, da ist Tino. Ja, das stimmt. Hast du dir auch ein Video gemacht zu dem Thema, was du den Leuten hier empfehlen kannst? Ja, ich habe den ganzen Case quasi auseinandergenommen. Es ist ein bisschen sehr fachspezifisch, halt sehr auf Fallschirmspringen bezogen. Aber ich habe ein Video hochgeladen mit dem markanten Titel I Almost Died. Und da... Ist ja die Wahrheit, kann man ja sagen. Ja, schon. Da gibt es größeren Clickbait. True, ja. Wie im Brennpunkt jede Woche. Zum Beispiel, ja. Und ja, also wer sich da für den ganzen Case interessiert, ist aber nichts für schwache Nerven, also muss man schon, ist schon, also ich musste selber, klar, ich habe das Ding durchgelebt, so ich musste selber beim Cutten natürlich ein paar Mal auch aufhören und kurz mal Emotionen rauslassen und so, aber ja, ist auf jeden Fall eine Achterbahn der Gefühle. Hast du einen Song für die Brennpunkt-Playlist, den du hinzufügen möchtest? Ja, aber beim letzten Mal habe ich Bring Me The Horizon hinzugefügt, weil wir gestern bei Lisa and the Love Foundation waren, machen wir irgendwas aus den 80s jetzt. Aber da ist wahrscheinlich schon übelst voll die Liste, ne? Das war nicht nur 80s, das war ja irgendwie alles, oder? Was die gespielt haben gestern. True. Aber dann wird es irgendein Klassiker von denen, den sie gestern gespielt haben. Ist schon hier Whole Lotta Rosie drin? Safe nicht, nee. Na dann, Whole Lotta Rosie. Und AC/DC, Whole Lotta Rosie. Das kommt rein. Liebe Grüße an Rosi an der Stelle. Ja. Darf ich nicht vergessen. Mach ich nachher. Robin, dein Song für die Playlist die Woche? Irgendwas von Kani. Scheiße, nicht auf Spotify. Mist. Ja, kein Spotify. Was ist der Rest in Peace Song? Gibt es da irgendwas? Da kenne ich einen Song. Da kenne ich einen Song über Beerdigung, aber den kann ich nicht reinmachen. Mist. Ich könnte vielleicht einen reinmachen. Roboter Tanzmann. Den finde ich ganz gut. Den kenne ich jetzt gar nicht, aber ja. Roboter Tanzmann ist, glaube ich, ganz gut. Der passt. Den möchte ich Kani widmen. Okay. Ich habe einen Song entdeckt, und zwar vom Lumpenpack, nämlich What the Fuck. Der Song ist großartig und beschreibt meine aktuelle Gemütslage in diesem Land. Und da haben wir jetzt drei gute Songs reingemacht. Haben wir eine Wochenbewertung, aber oder ist es vielleicht eine zu kurze Woche gewesen für uns? Ja, also nichts los gewesen. Warte, wann war dein Unfall? Der ist auch letzte Woche gewesen. 3.10. Ja, aber war das diese Woche? Nee, ne? Das war genau vor 8 Tagen. Ja, das zählt nicht, das können wir nicht. Das ist 0 von 10. Okay, müssen wir wieder rauscutten. Okay, 0 von 10, wir halten es fest. Hier habt ihr es zuerst gehört im Brennpunkt Internet. Das war ein kurzer Schmottcast-Podcast für euch die Woche. Nächste Woche wieder zur gewohnten Sendezeit und in voller Länge.
und mit den alten guten Witzen, wie immer. Ja. Minderheiten sind blöd. Ich hoffe, das Gegenteil. Ja, ich auch. Aber meine Online-Persona. Ah, Junsen, guck mal. Hallo. Das ist Podcast. Podcast. Perfekt. Was ist das? Was ist ein Podcast? Wir machen jetzt Schluss, sagt ihr mal, sie sollen sich waschen. Abmoderieren. Geht euch, geht kacken. Perfekt. Und vor allem geht danach Kackduschen. Ja. Ja. Ja, tschüss. Tja, tschüss. Und auch Kani. Yo, sayonara, ihr Assis. Tschüss auch an Kani. Ja, tschüss.